Doch welches umgebaute PS-Monster hat heute die Nase vorn? Ein Audi, ein BMW und ein Mercedes mit insgesamt knapp 2200 PS treten zum ultimativen Kräftemessen an. Und sie sind bereit für den Tuning-Gipfel. Die Grip-Testfahrer Matthias Malmedy und Niki Schelle. Niki, ich würde sagen, das sieht nach einem hervorragenden Tag aus, oder? Ja, das denke ich doch auf jeden Fall. Wir haben ja über 2000 PS versammelt. Das hier ist übrigens ein Audi R6 von OCT Tuning und der hat nur 680 PS, ist also der schwächste in unserem Trio. Ja, aber das ist ja trotzdem ein Kracher. Fahren wir los? Ich würde sagen, mit dem fangen wir an, auf jeden Fall. Ah. Yes! Der normale Audi RS6 sprintet in 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Launch Control hat er oder hat er nicht? Bin mal gespannt. Hat er. Und das fühlt sich so an. Dieser RS6 knackt die 100 in 3,4 Sekunden. Eine halbe Sekunde schneller als die Serienversion. Verantwortlich dafür der Schweizer Autoveredler OCT Tuning. 560 PS und Allradantrieb hat der Powerkombi schon ab Werk. Für einen Aufschlag von 10.000 Euro verbauen die Eidgenossen ein neues Auspuffsystem und verändern die Motorsteuerung des 4-Liter V8 Biturbos. Das Ergebnis? 680 PS und 880 Newtonmeter Drehmoment. Ein mobiler Leistungsprüfstand soll beim Grip-Tuning-Gipfel Fakten schaffen. Wir messen nach, prüfen, ob die Angaben der Tuner korrekt sind. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, die Bedingungen sind optimal. Ermittelt wird die Kraft, die alle vier Räder auf die Rollen übertragen. Matthias ist gespannt. Hat der RS6 von OCT Tuning die versprochene Leistung von 680 PS? Vollgas, fünfter Gang bis in den Begrenzer. Dann steht das Ergebnis fest. So, wo steht jetzt die Leistung? Steht also gut im Futter, ein bisschen mehr als angegeben, 693,5 PS. Geil! Mehr Leistung, mehr Fahrspaß. Matthias bringt den Sportkombi auf Betriebstemperatur. Alter, das ist doch obergeil, oder nicht? Das ist saugeil sogar, macht riesen Spaß. Anstellen geht, ja. Aber wenn du ans Gas gehst, zieht er sich wieder gerade. Ja gut, das ist halt mit dem Allrad so eine Sache. Ich finde das gar nicht so unlustig. Bei Bedarf schickt der Quattro-Antrieb bis zu 60% der Leistung an die Hinterachse. Dort verteilt das Sportdifferential das Drehmoment stufenlos zwischen beiden Rädern. So sind trotz Allrad kleine Drifts mit dem RS6 möglich. Warte mal, ich habe noch was für dich. Denn die Schweizer haben noch ein Leckerli verbaut. Die Jungs von OCT haben nämlich hier so eine kleine Taste eingebaut. Wow. Wow. Das ist schon ein Klappenauspuff. Ah. Ist das gut, Niki? Jo. So, jetzt mal durch. So richtig bei Beschleunigung. Hallo, darf ich mich anschnallen, bitte? Na los, gibt's jetzt den Matthias, den Gurt her. Wer auch immer da hinten drunter sitzt, den Gurt her. Also entweder. Die lassen mich nicht anschnallen, weil der Kofferraum offen ist. Ja, warte mal, dann zieh ich sie raus. Hier nochmal höher. Ja, Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Der Sound vom RS6 ist der absolute Wahnsinn. Du kannst halt, wenn du auf der Autobahn bist, ganz normal, ganz leise, ganz entspannt fahren. Und wenn du dann was hören willst, dann drückst du unten dieses kleine versteckte Knöpfchen, leuchtet auf und dann bollert dieses Auto vom allerfeinsten V8 Sound. Das ist einfach mega genial. Also Niki, ich würde sagen, Sound passt. Der Sound passt, genau. Performance passt. Das, ja. Die ist super, ja. Übersteuern. Hada, hada, yeah. Ja. Und ist geil. Dieses Auto ist ein Gedicht. Poesie hin oder her. Der RS6 muss sich jetzt im Highspeed-Slalom beweisen. Hütchenabstand 40 Meter. Nach dem Start geht es durch zwei Kurven auf die große Landebahn. Dort durch den Pylonenparcours und anschließend mit Vollgas zurück ins Ziel. Ja, läuft. Oh.
großes Driften hier jetzt auf einmal. Jetzt will das wissen, Herr Malmedier. Mit 150 Sachen zirkelt Matthias den Audi durch den Slalom. Schnelle Lastwechsel. Hier ist der Quattro-Antrieb in seinem Element. Geil, Likowski, nicht schlecht. Ja, das ist jetzt vielleicht dann eher das, was für dein Auto hier ist. Und ohne Leistungsverlust raus. Theoretisch beschleunigt der RS6 von OCT bis zu 335 km/h Topspeed. In der Praxis muss Matthias gleich den Anker werfen. Baby, 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 wo ist denn hier der Bremspunkt? 680 PS, knapp 900 Newtonmeter Drehmoment und Allradantrieb. Welche Zeit kann der Schweizer vorlegen? Und stopp! 10394. 10394. Das ist mal nicht direkt schlecht. Bin mal gespannt, was der G-Power so an Druck hat. Was Wahnsinn war, war durch diese schnelle Pylonengasse. Da ist dieses Auto durchgepfeilt, als wenn es keine Kurven gäbe. Also unfassbar. Das Auto liegt richtig gut, macht dabei richtig Laune. Er ist sehr lange, sehr neutral. Wirklich ganz, ganz wenig untersteuern, was man von Audi so nicht gewohnt ist. Aber den neuen RS6 haben sie richtig gut hinbekommen. Macht richtig Laune, das Auto. Allrad gegen Heckantrieb. Niki schnappt sich den bayerischen Gaudi-Burschen von G-Power. Hat der getunte BMW eine Chance gegen die Performance des RS6? Ausgangsbasis: das M6 Grand Coupé, ein viersitziger Luxusrenner mit 560 PS. Natürlich zu wenig für die leistungsvernarrten Mannen von G-Power. Ein Titan-Abgassystem und eine optimierte Motorelektronik kitzeln 150 PS mehr aus dem 4,4 Liter Twin-Turbo-Triebwerk des BMW. 710 PS soll der viertürige M6 angeblich leisten. Wir messen nach. Wie viel Kraft schickt der getunte BMW wirklich an die Hinterachse? 741 PS und Newtonmeter 975. Da muss ich sagen, yeah! Der M6 ist über 30 PS stärker als die offizielle Angabe. Ich würde jetzt aber sagen, da ist doch schon Druck da. Da ist definitiv Druck da. In unter 4 Sekunden bollert der BMW auf Tempo 100. Knapp 1000 Newtonmeter fallen regelrecht über die Hinterachse her. Driften kann man mit dem Fahrzeug auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Driften mit einem echten Powergeschoss, das ist ganz nach Nikis Geschmack. Das ist halt der Unterschied, finde ich, vom Allrad und Zweirad. Zweirad kann ich dann eher schon so ein bisschen mehr auf Show machen, aber die Geschwindigkeit wird nicht wirklich schneller. Und was ich jetzt vorher gesehen habe, ist halt schon so mit dem Allrad, da geht es ja dann auch dementsprechend voran. Der drückt halt durch. Kann die bayerische Driftmaschine mit über 40 PS Mehrleistung den Audi beim Slalom schlagen? Es ist natürlich schon einfach ein Wahnsinn. Also von dem her ist natürlich das schon saugeil. Ja, ja, Niki, ist schon, was ist aber schon halt klar. Natürlich ist, aber, ja, sei mal ruhig, lass mal erstmal fahren. Nein, es geht jetzt hier drum. Ja. Ja. Es gilt eine Zeit zu schlagen. 10394. Ich wollte jetzt nur unseren Zuschauern. Und das möchte ich jetzt, dass du das fährst, unseren abgesteckten Kurs, und möchte genau sehen, ob dein kleiner Hecktriebler von G-Power das auch kann. Der M6 G-Power hat jetzt 741 PS, also das ist eigentlich ein mittlerer Wahnsinn, weil er eben nur Heckantrieb hat. Das wäre eine ganz schwierige Sache, aber ja, es geht dann doch flotter dahin und da denke ich, kommt dann doch die Power ein bisschen zum Tragen. G-Power, die Jungs streuen auch nach oben, haben dann noch 30 PS mehr reingepflanzt, als sie angegeben haben. Und deswegen wird es, glaube ich, echt schwierig. Allerdings hat der RS6 natürlich unfassbare Traktionsvorteile. Das Auto liegt sehr, sehr gut. Es wird wahrscheinlich sauknapp werden. Welche Zeit kann der Hecktriebler von G-Power dem getunten RS6 entgegensetzen? 3, 2, 1. Ich darf alles, bloß nicht zu viel driften. Och, Niki, was war das denn? Das war ein minimaler, war ein kleiner Drift. Och, und jetzt noch ein kleiner Drift. Der ist fast zu viel Scheißkacke hier. Ganz schön großer Drift war das, Niki. Jeder Drift bedeutet Traktionsverlust und kostet wertvolle Zeit. Zum Ende noch ein kleiner Drift. Halbe Minute ist rum. Boah,
das Bremspedal ist fast schon bis zum Boden durch. Nicht zu wild. Ja, Schelle, ne? Hilft doch nicht so viel. Gibt eine aufs Backerle. Soll ich auch eine hauen? Nee, das mache ich jetzt immer selber. Ich fahre hier ein Rennen. Auf der Geraden kann der stärkere BMW jetzt Boden gut machen. 45 Sekunden. Der Rallye-Profi holt alles aus dem 740 PS Hecktriebler raus. Doch reicht das, um den Allrad-Audi zu schlagen? So, Niki? Ich glaube, da war ein bisschen einmal, zweimal, vielleicht dreimal zu viel Drift. Aber Hut ab, 1:04:85. Eine Sekunde, nicht ganz eine Sekunde bist du langsamer. Das war nicht schlecht. Ja, aber war halt nicht besser. Aber nicht besser, genau. Denkbar knapp gewinnt der RS6 das Duell gegen den M6 von G-Power. Also die Performance vom M6 ist wirklich affengeil. Er hat Leistung wirklich über 740 PS, da geht's voran. Aber, man muss es nämlich wirklich sagen, er untersteuert halt ein bisschen. Da kann jetzt G-Power nicht direkt was dazu. Das Auto ist so ausgelegt von BMW, obwohl es ein M ist, da müsste normal mehr gehen. Da geht auch mehr, vor allem quer. Oder, Herr Schelle? Man kann mit dem Teil geile Drifts ziehen. Das stimmt, ja. Da könnte man doch so in der Richtung auch was machen, ne? Das können wir auch mal machen. Kleine Challenge mit Driften. Machen wir eine kleine Drift. Dann nehme ich aber nicht den Audi. Okay, ich hol mir den anderen. Lass mich kurz raus, Niki. Ja, mach doch. Danke. Der andere, das ist ein Mercedes CLS AMG von GAD Motors. Der schwäbische PS-Zuchtbetrieb liefert damit sein Meisterstück. Monströse 800 PS Leistung quetschen die GAD-Mechaniker angeblich aus dem 5,5 Liter Biturbomotor von AMG. Neue Sportluftfilter, neue Abgasanlage und dazu Turbos mit mehr Ladedruck. Macht zusammen 250 PS mehr Leistung als die Serienversion. Dazu kommt ein selbstentwickelter Allradantrieb. Doch vor der Drift-Challenge will Matthias wissen, hat dieses Monster wirklich 800 PS? So, Niki, er hat 830,1 PS und 1294,2 Newtonmeter. Weißt du Bescheid, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, das sind ja Zahlen und Werte, also für Normalsterbliche eigentlich schon gar nicht mehr zum Begreifen. Also selbst für mich, ganz echt, das ist wirklich Wahnsinn. Mit diesen wahnsinnigen PS-Ungeheuern geht es jetzt ums Querfahren. Wer kann den längsten Strich auf den Asphalt ziehen? Niki beginnt mit dem Grand Coupé von G-Power. Es zählt die eine Spur, die du ziehst. Wenn die Spur unterbrochen wird. Wenn die Spur nicht mehr spurt, dann ist vorbei. Dann ist ja diese aus. Okay. Also sonst kannst du der Kreise drehen und dann zählt es. Ja, genau. Also Kreise oder zurück. Also weil sobald man zurück ist, eh rum. Ja. Die Regeln sind einfach und klar. Mögen die Driftspiele beginnen. Niki reiht einen Drift an den nächsten und pendelt munter über die Landebahn. Wie lange wird der M6 diese Tortur durchhalten? Jetzt reicht's. Okay, Niki. Dann gehen wir's mal ab. Das kann dauern, denn Driften ist die Paradedisziplin von Rallye-Ass Niki Schelle. Oh. So. Also jetzt mal. Die war schon böse lang. Es war nicht schlecht. Wo ging's los? Also es ist diese, würde ich sagen, hier so fast bei dem Weißen. Ja. Hier. So. 1, 2, 3. 50 Meter. Is great after being I'm late. Ah, leider. 383 Meter. Ja, genau. Und hier kreuzt sich die Sache. Hier kreuzt sie, da hast du dich gedreht. Hier ist Ende. Hier ist Feierabend. 383 Meter. 383 Meter. Für dich ist das oder? Ja, ganz toll. Ja, ich bin zufrieden. Es ist immerhin schon mal nicht schlecht. Ja, Matthias, 383 Meter gilt es zu schlagen. Ja, überhaupt kein Problem. Du weißt ja, wie viel Leistung er hat, ne? Ja, aber der hat doch irgendwie Allrad. Ja, hallo? Das geht schon irgendwie mit dem Allrad. Okay, dann bin ich mal wirklich gespannt. Sollen wir mal einen Start machen? Ja, gerne. Ja? So. RS, Pedal up. Oh.
Die 100 knackt der Überbenz in 3,4 Sekunden. Spitzengeschwindigkeit sind unglaubliche 360 km/h. Guck mal, Rückspiegel. Ja, ja. Hinten und vorne, überall Rauch. Okay, also man sieht, er hat Allrad, weil es kommt nämlich aus dem vorderen Radhaus Rauch raus. Ja? Die Ursache? Der von GAD Motors entwickelte Allradantrieb schickt zur falschen Zeit zu viel Kraft an die Vorderachse. Kann Matthias den CLS trotzdem querstellen und Niki in der Drift-Challenge schlagen? Das wird sehr, sehr schwierig, Niki. 383 Meter zu toppen. Ja. Mit diesem Allrad, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich muss es ja trotzdem probieren. Eben. Du hast diesen Pfeil aus dem Köcher gezogen, also ja, dann schieß ihn auch ab. So, erster Versuch. Aber ich glaube, du schießt den Vogel ab. Also das war jetzt nur so kurz ein Warmfahren. Ja? Okay, das war jetzt die Strecke nochmal anschauen, weil es hat sich ja wirklich einiges geändert hier. Nikis Spott ist jetzt Matthias Ansporn. Er kommt einfach nicht quer. Er kommt zum Verrecken nicht quer. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Jetzt im zweiten Gang. Da müsste einfach alles nach hinten gehen und richtig Feuer, damit das Heck rauskommt. Ja? Aber es passiert gar nichts. 830 PS und noch kein richtiger Drift. Ein schwarzer Tag für Matthias. Gut, Niki, wir brauchen, glaube ich, nicht aussteigen und nachzugucken, du hast gewonnen. Ich habe, glaube ich, 4 Meter quer gestanden, ja? Und du 383. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Du Arschloch. Entschuldigung, Sie Arschloch. Ja. Vielen Dank. Ach, wirklich, ich traue meinen Sieg nicht richtig wirklich aus. Einmal probier es jetzt noch. Matthias ist am Kochen. Das kann nicht sein. Ey, das kann nicht. Es gibt kein Auto, was ich nicht quer kriege. Das gibt es nicht. Ich will aussteigen. Er bringt mich um. Er bringt mich um. Jawohl! Ja, also in den Ansätzen war es schon nicht schlecht, Matthias. Lass uns noch einen machen. Du schaffst es. Also dieser Allradantrieb, ich weiß nicht, ob Mercedes den so gebaut hat oder ob GAD da irgendwelche Sachen eingebaut hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man mit diesem Auto nicht driften. Also wirklich, du kannst ihn einmal querstellen, aber nur, wenn du ihn brutal vorher aus der Ruhe bringst. Einmal anstellen, quer, quer und dann erst rutscht er. Sobald du dann aber ans Gas gehst, zieht er sich wieder gerade, dann drehen vorne die Vorderräder durch. Ja? Also wir müssen hier das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte von Grip die Vorderräder wechseln und nicht die Hinterräder. Also das funktioniert überhaupt nicht. Das ist keine Driftmaschine, das ist ein Auto zum Geradeausfahren. Dann ist es aber der absolute Burner. Der Höhepunkt des Grip-Tuning-Gipfels ist der direkte Vergleich. Wie schlägt sich der GAD Mercedes im Highspeed-Slalom gegen die Konkurrenten? Die Zeit läuft. Der Vorteil des schwäbischen Rekordsprinters ist seine enorme Power. Nachteil? Das Handling. Vorsichtig ans Gas gehen. Ja. Jetzt gilt es, ohne großen Zeitverlust durch die Pylonen zu wedeln. Und Bremsen. Ein bisschen weit. Matthias lässt 830 PS freien Lauf. Also wenn er klappert, dann geht er vorwärts, dass alles zu spät ist. Alter, schon die 200 geknackt. 9,4 Sekunden auf Tempo 200. Der CLS ist mit Abstand am schnellsten auf der Geraden. Doch reicht das für den Sieg bei dieser Challenge? Ja, und? Matthias gibt alles. Doch es reicht nicht ganz. 800stel trennen den Mercedes vom Audi. Der RS6 bleibt als einziger unter 1 Minute und 4 Sekunden und gewinnt die Challenge. Audi RS6, BMW M6 oder Mercedes CLS AMG. Welches Auto hat das Kräftemessen der Tuning-Monster gewonnen? Fazit-Tuning-Gipfel, der GAD geht quer gar nicht, dafür aber geradeaus umso besser. Der M6, von dem bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil auch der die Vorderreifen gefressen hat. Also da war zu viel Untersteuern im Spiel. Das Fahrwerk in dem schnellen Slalom hat so ein bisschen Schwächen gezeigt. Da ist einfach nicht mehr so eine hohe Seitenführungskraft wie zum Beispiel bei dem OCT RS6. Und dieses Auto hat mich echt begeistert. Das funktioniert, das hat eine bombige Straßenlage, geht wie die Feuerwehr, der macht richtig Laune.
Also wenn man das jetzt wirklich noch mal am Ende sieht, es ist wirklich von den ganzen Nummern, was aufgerufen worden sind. PS-Zahlen jenseits von 600. Es waren Drehmomentwerte über 1000. Sowas hatte ich noch nie. Also es ist wirklich Wahnsinn. Aber wo ich jetzt mitgefahren bin, selber gefahren und alles ausprobiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, der R6 war der geilste. Und das schauen wir jetzt noch mal an. Schlüssel habe aber ich, Niki.